In diesem Video geht es nur einen kleinen Exkurs zur Bayesian Regel, nochmal kurz zu erklären, wo das herkommt. Also wir starten hier mit einem Wahrscheinlichkeitsraum, nennen wir ihn vielleicht Omega, das umfasst alles. Dann haben wir hier zwei Ereignisse, nämlich B und AI. Und wir wollen uns anschauen, was ist die bedingte Wahrscheinlichkeit von AI, gegeben, dass B eingetreten ist. Und das ist einfach eine Definition, die Sie wahrscheinlich kennen. Das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl AI als auch B eintritt, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass B. Also es geht hier um diese Schnittmenge relativ zu dem gesamten Kreis B hier. Das ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, das ist einfach eine Definition. Und jetzt kann man natürlich dieses B von B hier rüber multiplizieren und dann bekommt man diese Gleichung hier, die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge ist gleich die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B mal P von B. Und es ist natürlich jetzt nichts Besonderes darin gewesen, dass wir das B oder AI genannt haben. Wir können es auch einfach umdrehen und dann bekommen wir ebenfalls das Umgedrehte. Dann bekommen wir nämlich P von A geschnitten B wiederum gleich P von B gegeben AI mal P von AI. So. Das heißt, da diese beiden Sachen gleich sind, müssen natürlich auch diese beiden Sachen gleich sein. Das ist also schon mal unsere erste Gleichung. Wir wissen jetzt, dieses hier gilt für jedes, für jede zwei Ereignisse hier. Das ist das eine, was wir, das werden wir uns merken. Und jetzt schauen wir uns mal unseren Wahrscheinlichkeitsraum nochmal an, hier das Gesamte, und schauen uns an, was passiert, wenn wir das aufteilen in verschiedene Felder. Diese verschiedenen Felder, diese verschiedenen AIs, die nennt man eine Partition der Gesamtmenge, wenn es gilt, dass wenn ich alle AIs zusammennehme, also die Vereinigungsmenge von allen diesen AIs, dann bekomme ich genau mein Omega und außerdem, dass die Schnittmenge, die paarweise Schnittmenge dieser jeweiligen Mengen jeweils leer ist. Das heißt, die haben keine Überlappung. Das nennt sich Partition. Und das haben wir jetzt hier einfach mal gemacht von A1 bis A4. Und dieses A1 bis A4 formt jetzt eine Partition der Gesamtmenge. B hingegen, das wir hier noch zusätzlich eingetragen haben, gehört nicht zu dieser Partition. Ich sehe jetzt aber Folgendes. Die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt, ist natürlich, und das kann man einfach ganz leicht sehen, besteht hier jetzt aus mehreren Teilen. Einmal aus diesem Slice hier. Und was ist das? Das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl B als auch A1 eingetreten ist. Also dieses, was ich gerade gezeichnet habe, ist P von B Schnitt A1. Okay. Und natürlich kann ich das dann noch mit durch diese Menge hier ergänzen. Das ist dann P von B geschnitten mit A2. Und dann noch letztendlich diese hier, das ist P von B geschnitten mit A3. Und P von B mit geschnitten mit A4 ist sowieso leer, das heißt, kann ich noch dazufügen, kann es aber auch sein lassen. Das heißt also, wenn ich hier über alle AIs hier summiere, dann kriege ich also diese Wahrscheinlichkeit plus diese, plus dann noch die, die aber natürlich 0 sein wird, P von A4, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich 0, denn die haben keine Schnittmenge. Oder die haben eine leere Schnittmenge, B und A4. Das heißt, dieses hier hat sich daraus ergeben. Und jetzt benutze ich, was ich wiederum die Definition von dieser bedingten Wahrscheinlichkeit hier, und schreibe das so. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass P von gegeben B, gegeben AI mal P von AI. Diese Gesetzmäßigkeit nennt sich auch manchmal Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit. Und jetzt haben wir schon fast alles, was wir brauchen für die Bayesche Regel. Die Bayesche Regel, wie gesagt, beantwortet die Frage, was ist die bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses AI eintritt, gegeben, ich weiß, B ist eingetreten. Es ist offensichtlich, dass wenn ich weiß, dass B eingetreten ist, dann ist A4 sicherlich 0, denn die Wahrscheinlichkeit von A4 ist 0, denn wenn ich weiß, B ist eingetreten, dann kann A4 ja gar nicht eingetreten sein. Aber wie sieht es aus mit den anderen?
Jetzt nehmen wir wieder unsere Gleichung 1, die wir vorher hergeleitet haben, nämlich dass dieses gilt. Und dann bekommen wir ganz leicht die Bayesche Regel, indem wir das einfach jetzt einsetzen. Ich nehme hier das p von b wieder runter. Und dann habe ich hier p von a ai gegeben b ist natürlich dann p von b gegeben ai mal p von ai geteilt durch p von b. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, jetzt müssen wir noch das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit benutzen, um dieses p von b hier zu ersetzen. Das haben wir gerade auf der vorigen Folie hergeleitet. Das ist einfach die Summe der p von b gegeben ais mal p von ai. Und schon haben wir hier die Bayesche Regel. Das ist genau das, wie wir sie eben gerade benutzt haben in dem Pokerspiel, um auszurechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen König hat, wenn man geblufft hat. Das in diesem Fall war also die Wahrscheinlichkeit, dass man einen König hat, gegeben Bluff. Genauso haben wir es ausgerechnet und so wird sie auch allgemein benutzt. Das war's schon.